Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Bevor das wieder losgeht, gibt es aber nur eine kleine Werbung. Die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. So, da sind wir wieder. Huch. Sie guckt sich die Waffe an. Und hier gibt es auch noch. Ah, da. Hier kann ich nicht durch. Na toll. Oh, schön. Munition. Stimmt, das ist ja auch eine Sache, ne? Die verballert ja schon Munition, ne? Wie noch was. Also dieses Maschinengewehr. Naja. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Und wir haben ja unseren geilen Puffer jetzt hier mit 8. Das ist schon mal ziemlich nice. Oder sind das 8? Ja, es sind 8. Ja. Hätten wir 6, jetzt haben wir 8. Kann man machen. So, E9 1C 5 5 1C 1C 1C. Wo ist denn noch ein BD? Nur da hinten und da oben. Also ich muss E mit E9 anfangen. Ich kann auch von hier anfangen. 9 1C 5 5 1C. 1C. 1. Ja, okay. C. 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 BD. 1C. Ja, wir haben alles geholt. Easy. Ne? Also kann man mal machen, ne? Ist halt, ne? Voll geil. Einfach alles geholt. Ey, hier ist noch ein Typ. Nein, bitte nicht. Huch. Ich bin ultra langsam. Oh mein Gott. Was ist das für ein Auto hier oben drauf? Kann ich hier einsteigen? Ah, ich kann einsteigen. Naja, immerhin. Warum steht da eigentlich noch Gebiet feindlich? Und da hinten ist ja der Reisepunkt. Aber wir wollen ja zu dem... dahin wollen wir. Zum Waffengeschäft. Da können wir nämlich zum einen verkaufen. Und zum anderen... können wir da Schnellreise machen. Wie viel Drohnenverkehr da auch ist, ne? Das sieht voll krass aus. Ach so, ja. Natürlich. Jetzt kann ich natürlich auch sehen, dass da, eine unsichtbare irgendwas ist. So, hier könnte ich verkaufen, aber ich habe natürlich... Bitte, meine Kinder. Was ist mit deinen Kindern? Ist das nicht die Tankstelle von dem Dude? Yo, das ist doch der alte Typ hier, ne? Ich brauche ein paar Knarren. Dann bist du hier richtig. Haben wir nicht hier schon mal... Wurde nicht mal überfallen oder so? Oh, geil. 122.000 für so eine Scheißwaffe. Oh Gott. 72.000 für... What the hell? 1400 SPS, das ist schon krass. Das ist schon... Ja, kann man machen, ne? Schaden um 6. Okay. Von den Dingern bräuchte ich auch mal welche. Dann habe ich nämlich eigentlich gar nicht so viele. Ja... Pacifier. Nee, Pacifier brauche ich nicht. Der hat ja aber auch gar nichts. Was kann ich mit der Waffe machen? Die kann ich auch verkaufen. Was ist mit dem Nekomata? Das kann auch weg. Das bringt 1000. Und die SPT bringt nur 933. Okay, dann holen wir die Satara noch weg. Noch eine Satara. Sidewinder. Irgendeine andere Waffe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, wir sind ja Level 30, wir können die neue, den neuen Revolver nutzen. Kann weg. Die kann... Kann die auch weg? Nee, lass mal. Doch, die kann weg.
Was ist das hier für eine Waffe? Ah, eine Kofferhead, okay. Keine Ahnung, das sind irgendwelche anderen Waffennamen, die ich jetzt nicht im Kopf auswendig weiß. Ja, graue Waffen können sowieso alle weg. Oh, wait. Was ist das denn für eine Ouvertüre? What the hell? 72 Wert als episch? Als epischer Gegenstand, den zerstöre ich. Dann hole ich mir doch lieber die Komponenten da raus. Also bitte. Was ist das hier? Boah, what? Das ist stark, oder? Rüste ich, glaube ich, mal aus, weil ich wollte ja sowieso eine Nahkampfwaffe spielen. Das Ding verkaufe ich. Das Ding verkaufe ich. Mit Höschen, ja, das muss weg. Das hat zwar 60 Panzerung, ist zwar sehr schön. Aber im Vergleich zu unserem plus 30 Crit-Dings da ist das halt nix. Hier ist so ein komischer Kopfding. Und die Panzerung um 9, die behalte ich mal. Weil wir können den Mod noch verändern. Da ist zwar Panzerung plus 9, irgendwas da drin. Aber ich will diesen erhöht Schaden gegen Gegner mit mittlerer und höherer Bedrohungsstufe. Den will ich wieder haben. Und eigentlich könnte ich den auch austauschen, weil... Was ist das denn? Taktische Cargohose. Die sind nichts wert, ey. Ich habe die gerade auch, glaube ich, fast komplett leer gekauft, ne? Wir haben zwar nicht mehr das, diesen Mod dann, aber wir können ja hier trotzdem einen 122er Panzerung drin tun. Ich verzichte dann auf den einen Mod mit mehr Schaden gegen diese höheren Gegner. Aber dafür haben wir halt nochmal 122 Panzerungen drin. Also 1500 kann man mal machen, glaube ich. Ist akzeptabel. Dann können wir das zerstören und diese komische Ouvertüre da, die... Ja, die da. Dieser Ultrascheiß. Ah, ja, tschüss. So. Jetzt kommt's zur Ouvertüre. Die hatten wir vorher. So, und jetzt vergleichen wir mal. So. Ohne Schalldämpfer müsste die hier stärker sein. Ist sie nicht? Warum nicht? Er hat doch mehr Base Damage. Achso, ich habe einen Mod drin, ja. Ach so. Warum macht die denn mehr SPS? Oh. Unsere hat plus 50 Crit-Schaden. Ich glaube, dann werden wir die Ouvertüre, die wir jetzt haben, nicht nutzen. Obwohl, der hat Kopfschussmultiplikator plus 3. Okay, das ist natürlich... Aber ich habe halt eine High Crit Chance, ne? Und mehr Crit Damage. Das ist jetzt echt eine knifflige Sache. Weil diese hier hat viel mehr Base Power, hat trotzdem 30% Crit Chance. 3% Chance auf Brennen ist auch gut. Thermalschaden sowieso ist auch besser als physischer Schaden, finde ich. Und nochmal den Kopfschussmultiplikator. Aber die andere Waffe hat plus 50 Crit-Schaden. Ein Kopfschussmultiplikator und dann halt nur 2. Aber ich glaube, dass es trotzdem geiler ist, den Crit-Schaden zu behalten. Deswegen muss die, glaube ich, weg. Ja. Die muss weg. So, und damit, warte mal. Die Nachladezeit. Kritischen Schaden nochmal erhöhen. Könnte man machen. Was haben wir hier eigentlich für einen Mod drin? Wir haben gerade 0,330. Ja, der wäre ein bisschen näher, aber okay, das ist schon in Ordnung. So. Okay, dann behalten wir die und wir verkaufen die andere. Ja, so. Ouvertüre in Blau kommt. Der Crit Damage ist einfach zu geil. Genau wie die hier. Deswegen habe ich die auch behalten. Alter, die ist doch heftig. Thermalschaden, Crit-Chance, Crit-Schaden. Und Dreier Kopfschussmultiplikator. Es ist die overpowerste echt. Also die ist so over of overall. Overheitigkeit. Was? Ach komm, den scheiß Helm verkaufe ich jetzt auch. Habe ich keinen Bock drauf.
Ist noch Alkohol. Verringert das Bewegungstempo und die. Okay. Weg damit. Alkohol brauche ich nicht. Warte, hier ist noch so eine komische Granate. Die kann ich auch wegschmeißen. Dann bitte noch die Armadillos nehmen, weil die brauche ich echt gar nicht. Weil das sind halt die Schrottdinger. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, die Grünen eigentlich auch. Ja. Alle weg. Dann bringt mir nichts, wenn ich die habe. Pacifier. Ha, den lasse ich mal. Clearview. Dann würde ich eher den wegnehmen. Hier ist noch ein Percipient. Da hole ich die kleineren weg. Und ein Grandstand, den ich nicht brauche. Ich brauche auch nicht so ultra viele Visiere halt, ne? Also ein paar reichen, aber ich muss jetzt nicht alles haben. Die Dinge müssten wir auch mal zerlegen, würde ich die gerne. Nicht verkaufen, sondern zerlegen. Was haben wir hier noch? Nix. Okay. Und der hat auch nicht mehr so viel Geld. Da heißt übrigens Marty. Tja, das müsste das sein, wo die. Ja, stimmt, das Ding ist auch Schrott. Ja, könnte sein, dass das der Laden hier war. Okay. Gut, dann. Was machen wir? Bedrohung niedrig. Oh. Ich glaube, das müssten wir mal machen, ne? Sollen wir das machen? Okay, warte, wir machen das nächste Folge. Machen wir diesen. Jetzt machen wir noch irgendwelche Quests, die wir schnell erledigen können. The Hunt. Komm, wir gehen auf The Hunt. Oder Cinnamon. Cyberpsycho-Attacke hätten wir auch noch. Und wo ist denn das? 3,6 Kilometer. Wo ist denn die Reisestation, hä? Ist geradeaus? Ach, da hinten, ja, okay. Ziel auswählen und wir müssen nach. Oh Gott. Stimmt, ich wollte eigentlich noch den Fool on the Hill machen, ne? Scheiße. Ich wollte den Fool on the Hill machen. So. Da ist sogar. Hey, da ist ja eine. Dann können wir die direkt abholen gehen, da. Jo, dann machen wir das. Dann holen wir jetzt das Ding direkt. Und dann können wir, ist halt nicht sehr viel, dann müsste ich wahrscheinlich wieder zurückkommen. Wo wäre denn die nächste? Sind halt auch nicht ganz einfach zu finden. Doch, da ist noch eine. Okay, die ist in der Nähe von einem Reisepunkt, das ist gut. Reisepunkt ist immer gut. Hinten ist noch eine Straße, da müsste man mal langfahren. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Nö, 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 nö. Also da wäre noch eine. Wo wäre denn noch eine? Ich sehe es. Ach, da. Ja, okay. Habe ich drei gefunden. Aber ich fehlen vier. Ah, hier ist noch eine. Dann müssen das vier sein. Das sind die letzten vier, die fehlen. Okay, dann machen wir das. Ja, 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 ja. Dann machen wir das so. Ah. Sollen wir querfeld ein? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich verliebe auf der Straße, das ist ein bisschen einfacher für mein Auto. Sehr viel einfacher. Ich muss hier rein. Wusste ich nicht. Wie was gebietfeindlich? Was? Wieso kein feindliches Gebiet? Warum fährt das Ding? Nein. Ist irgendwas ausgefallen? Ausgelaufen.
So. Yo, tschüss. Yo. So, wir sind da. Hallo. Ich bin da. Da ist es schon. Tentakel? Sieht aus wie ein Tentakel. Das ist ein Stern. Ach Leute, das ist eine... Oh Gott. Das ist eine, ein Star, der auch... Oh Gott. Mit Publikum im Hintergrund. Oh mein Gott. Was ist das für ein Ort hier? Also, ist hier irgendwas Spezielles? Gibt es hier irgendwas? Nö, hier gibt es nichts. Ja, da... Oh, das ist ein Reise... Oh ja, nice. Hier ist ein Reisepunkt. Das ist ja mega gut. Gut, dass ich hier hingekommen bin. Das nächste war hier unten irgendwo, ne? Oder? Ja. Ja, da. Aber warte mal, war hier nicht noch eins? Irgendwo da? Naja, egal. Wir können ja reisen. Geht ja schnell. Ah, bin ich froh auf jeden Fall, wenn wir die Mission mal endlich abgeschlossen haben. Zum Glück gibt's keine 1000 Gewinnkarten zu sammeln, die du manche nur einmal bekommen kannst. Und dann lassen sie weg. Aber naja. Warte, sehe ich das schon von hier? Nee, das ist irgendwo da hinten. Ach, schade. Ich dachte, das wäre irgendwo hier irgendwie drauf. Aber das ist da hinten, okay. Ja? Ach du Scheiße. Das ist aber ein großes Graffiti. Cool, ich konnte es gewaltsam öffnen. Was ist denn hier? Warum kann ich denn... Also warum kann ich hier rein? Gebiet feindlich. Wait. Waren wir hier schon mal drin? Zum einen sind hier keine Gegner. Zum anderen gibt es auch fast kein Loot. Wir bekommen ein paar Athletikpunkte oder XP. Ist das eine Disco-Beleuchtung oder was ist das? Ja, ja, hier waren wir schon. Cool, hier ist gelootet. Hier waren wir schon mal. Aha. Kann ich da rein? Nein. Okay, dann gehen wir zurück. Ja, klingen. Ja. Ich bin bewaffnet. Guck, wie krass die Arme sich auch aufspalten da, ne? Das ist schon heftig, dieses Zeugs. Das ist schon heftig. Nein, ich darf noch nicht reisen. Moment. Da ist auch meine Mission, lol. Sinners, man. Ja, können wir danach machen, wenn wir die Tarotkarten-Kacke da haben. Ich halte ja nichts davon, aber ja. Hm. Wem es gefällt. Da oben würde ich gerne hin. Da muss ich noch da reisen. Noch zum Kolumbiarium. Ach, da schon wieder hin. Aber warte mal, wo war denn die andere? Ja, keine Ahnung. War doch eine mitten in der Stadt irgendwo. Gut, danach habe ich noch 4 Folgen. Ich glaube, dann machen wir echt mal wieder Hauptquest. Also die letzten 14 Folgen haben wir ja nur diese, ja, was ist denn das? Zwischenereignisse und Nebenmissionen.
oder kleinere Nebenmissionen gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir danach machen. Weil ich will ja auch hier alles machen. Also relativ bevor Wettlauf gegen die Zeit, ne? Ich weiß halt nicht, ob man irgendwann nichts mehr machen kann. Das will ich halt nicht. Oh, hier ist ein Reisepunkt. Das finde ich voll schön, dieses Gebiet hier. Also die Palmen mit diesem roten Sandstein oder was das da ist. Fast einen Typen gefahren, aber egal. Was ist das für ein Reisepunkt? Carrie Eurodines Villa. Okay, wer ist Carrie Eurodine? Wait, das Ding ist über uns? Ach, da kann ich nicht raus. Hier, tschüss. Hey. Ja, was ist? Macht doch nichts. Bin da. Hier ist sogar ein Reisepunkt. Bin echt gespannt, was hier oben für ein, was das für ein Ort ist. Moin. The hell? Gut, dann ist es. Erträglich? Du kennst mich zu gut. Was zum Henker ist das für ein Ort? Hey, was sind das denn für Karren da? Wie gebietfeindlich. Ach so. Okay. Was ist denn das? Arasaka-Anwesen? Oh. Ja gut, ne? Wolf only hole at night. Der Mond. Ah. Oh, schade. Ich will das irgendwie probieren. Tut mir leid, aber... Vielleicht können wir hier Yorino gut treffen. Okay, dass das wirklich geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt will ich wissen, wer das ist. Er ist einfach nur Soldat. Bin ich da? Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, tschüss. Alles klar, tschüss. Und das machen wir auch noch. Weil auf diese Insel kommen wir sonst nicht mehr hin. Weißt du? Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir das auch machen. Oh Gott. Wir haben es überlebt. Kann ich da durch? Kann ich nicht. Soll ich jetzt erst auf die Straße fahren? Ich will da durch. Hier geht's durch. Thank you.
Jetzt weiß ich, warum ich da nicht durch konnte. Okay. Ja, blieb an. Neue Meldung an alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Sycamore Street. Aufgrund ausstehender Zahlungen der Miete und anfallender Gebühren hat Night City den Mietvertrag mit Impala Automatics für städtische Industrieanlagen aufgelöst. Impala Automatics ignoriert diese Entscheidung und besetzt nun illegalerweise das im Vertrag genannte Gelände. Die städtischen Behörden bieten eine Belohnung für die erfolgreiche Zwangsräumung des Geländes. Bist du denn fertig? Ich will anfangen. Möchtest du dich nicht so reinstürmen? Genau das wollte ich machen. Warum kann ich nicht hacken? Ich hasse das, wenn das nicht funktioniert, ne? Jetzt funktioniert's wieder. Komm, dann hack diesen scheiß Roboter. So, du kriegst Kurzschluss. Ich muss ja auch meine Quick Hacks ein bisschen verbessern. Hallo. Hier nichts dabei. Auf jeden Fall hat das eine Vieh ein legendäres Item gedroppt. Könnte noch einen Systemneustart reinhauen. Scheiße, was können wir denn hier machen? Legendäres Teil. Yes. Der hat eine Ouvertüre gehabt, lol. Da oben sind noch Gegner. Bist du? Jetzt ist es überlebt. Wir kriegen euch alle. Kann ich es wieder hacken? Nice. Haben wir alles? Da hinten steht nur ein Typ, oder? Arbeiter. Salvengewehr? Stimmt. Ah, jetzt erinnere ich mich. Das war ein Salvengewehr-Scheiß. Damn it. Oh, hier gibt's aber nur eine Legendary. Gucken wir uns mal hier trotzdem um. Ja, okay. Gibt's hier noch was? Sieht jetzt nicht so spannend aus. Kann ich das öffnen? Nein, kann ich nicht. Oh, guck mal hier. Hi.
Danke. 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 Hi. Einheiten verloren. Was denn? Was schießt ihr denn auf mich? Ich mach doch nichts. Gott, Hilfe. Den Selbstzerstörungs gemacht oder was hat er hier? Position halten! Warum? Warum ist die jetzt da oben gelandet? Echt? Nee. Da ist die. So, der hat noch was. Warum haben die denn noch was? Achso, ich kann nicht rennen, ne? Stimmt. Oh, hier ist was zum Hacken. Nice. Denke ich mir. Aber ich mache das offscreen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.